Vor genau 100 Jahren tobt der Erste Weltkrieg. Die Gefechte werden immer zermürbender und brutaler, was auch an den ersten Maschinengewehren mit bis zu 400 Schuss pro Minute liegt. An der Westfront zieht sich die deutsche Armee bereits zurück. Der neue Führer der obersten Heeresleitung, Erich von Falkenhayn, sieht die deutschen Soldaten bereits im ersten Kriegsjahr als ausgebrannt an. Deutscher Rückzug an der Westfront. Erich von Falkenhayn übernimmt die Führung der obersten Heeresleitung. Er beurteilt die Lage pessimistisch. Das deutsche Heer sei ausgebrannt. Ein siegreiches Ende des Krieges sei nicht mehr erreichbar. Falkenhayn rät zu Verhandlungen mit den Kriegsgegnern. Die Kathedrale von Reims ist zerstört. 25 Granaten trafen das Dach und setzten die Weihstätte der französischen Könige in Brand. Angeblich hatten deutsche Verbände einen feindlichen Beobachtungsposten auf dem Dach vermutet. Die sinnlose Zerstörung empört die Weltöffentlichkeit. Das deutsche Ansehen, auch in neutralen Staaten, ist in Gefahr. Deutsche Truppen rücken an französischer Front Richtung Norden vor, um die alliierten Verbände zu umfassen. Die Franzosen und Briten ziehen nach. Auf beiden Seiten der Westfront fehlt es an Munition. Denn beide hatten nur mit einem kurzen Krieg gerechnet. Große frontale Offensiven sind nicht mehr möglich. Die deutschen Truppen bauen ihre Stellungen in der Region Picardie dauerhaft aus. Mit einem System aus Schützengräbern beginnen sich die Soldaten vor feindlichen Angriffen zu schützen. Einsatz von Maschinengewehren. Franzosen, Briten und Deutsche statten ihre Truppen mit Schnellfeuerwaffen aus. Gegen die MGs mit über 400 Schuss pro Minute haben die Infanteristen keine Chance. Zehntausende fallen. Geeignete Hunde gesucht. Das Rote Kreuz bildet Lazaretthunde für das Auffinden von Verwundeten aus. Haushunde sind eine wertvolle Unterstützung für die Front und werden auf Tauglichkeit geprüft.